Herzlich willkommen zurück beim Hexer hier in Velen und wir sind unterwegs zu dem Haus der alten Omi, die uns darum gebeten hat, ihr Dingens zurückzuholen, ihr Haus. Ich bin kurz zum Schmied geritten, hab Sachen verkauft, ich konnte mich aber nicht von so vielen Sachen trennen, weil ich nicht weiß, ob wir sie nochmal brauchen werden. Ich bin so schlecht da drin und ich habe ja so viel Schund gesammelt. Ach, da muss ich mich vielleicht bei Gelegenheit nochmal dran mit auseinandersetzen. Oder wenn wir demnächst nach Ochsenfurt reisen, dass wir uns dort eine zusätzliche Tasche kaufen für unser Pferd. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und am Ende dieses Weges sollte das Anwesen sein, der Familie, und zwar hier. Das Rücker-Anwesen. Und hier haben wir auch gleich, sogleich schon eine Schnellreisefunktion. Das ist sehr gut. Da hinten sind Viecher, die wir am besten... Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Ja. Ah! Das war... Oh, ihr wollt mich doch poppen, oder? Jo. Ich sammle schon wieder nur Scheiße ein, wahrscheinlich. Wir brauchen das gar nicht. Ich muss mal dann mal gucken, was wir so alles brauchen. In einer anderen Folge. Okay. Oh. Gut, hat sich abgerollt. Ah, seine Tasche. Schauen wir mal, ob wir was finden. Gnomische Scherze, ja, das wird wahrscheinlich ein Gnom sein. Die Wunder... Ja, Bücher muss ich mitnehmen. Ich schmöker doch so gerne. So, was haben wir hier? Ein Tagebuch. Schon ziemlich abgenutzt. Tagebuch von Dolores Rücker. Ein Tagebuch. Schauen wir doch mal gleich rein. Natürlich hier. Tagebuch von Dolores Rücker. Dritter Verein. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden, aber was ihn wirklich verärgert, ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern von niedrigem Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihnen gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. Verein. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben. Mit anderen Leuten. 43. Verein. Wir haben einen Gast. Er ist der Sohn eines Grafen irgendwo in der Nähe von Gars. Velen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude. Endlich passiert was. 15. Lammers. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick. Oh, Fürst Roderick. Das ist aber jetzt von Pillars of Eternity. Okay, ich liebe Roderick. Und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Humbert darüber. 18. Lammers. Ich habe Humbert von Roderick und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihn vom Gegenteil überzeugen. 21. Lammers. Humbert bleibt unerbittlich. Aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen. Naja, gut. So, hier kann man noch nach oben gehen. Vielleicht finden wir da noch was. Obwohl ich eher da nicht dran glaube. Oh, und runtergefallen. Aua. Aua, Popaua. So, was gibt ja hier noch mehr Häuser? Das ist der Stall. Ein totes Pferd. Noch ein totes Pferd.
So lange kann das ja noch gar nicht verlassen sein, wenn die noch nicht so verwest sind. Das ist auch ein Stall. Schlüssel benötigt. Aha. Aber hierfür nicht. Mal schön umschauen. Barren nehmen wir natürlich immer mit. Aber den alchemistische Paste brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir die? Brauchen wir. Brauchen wir alchemistische Pasten. Kleine Ingi-Glyphe immer gern gesehen. Und Erz ist auch immer gern gesehen. So, hier oben was? Ich vermute mal eher nicht, aber wir schauen trotzdem mal rein. Wieder ein Barren. Und Staub. Nichts. Okay. Beim Brunnen was? Nee. Auch ebenfalls nichts. Schöpfkelle brauchen wir nicht. Kein Bild. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Okay. Gehen wir mal nach oben. Futter haben wir was. Ein Becher brauchen wir nicht. Nochmal ein Becher. Ich kann mir zwar einschmelzen, aber so viel Eisen, sonst was, weiß ich nicht, haben wir ja bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Boah, ja, sehr gut, Geralt. Also hier ist wieder mal nichts, ne? Das ist hier die letzte Möglichkeit, dass wir was finden. Auf jeden Fall innen. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Robuster Scheunenschlüssel, das war da hinten. Der Scheune. Der hintere Teil der Scheune. Hier hat mal jemand gewohnt. Was? What the fuck? Dolores. Hier ist was. Eine Truhe. Alter! 100 Florenten. Ja, das ist natürlich doof. Wir brauchen Kronen. Aber ich habe schon gelesen, dass man das irgendwo umtauschen kann. Diamantenstaub. Seide, das kann ja nicht so schwer sein. Schnur brauchen wir nicht, da haben wir genug von. Ja, und jetzt? Töte die Monster im Anwesen. Hier noch welche? Hier sind doch keine mehr, oder? Kommt jetzt noch einer, wenn ich nach draußen gehe? Das wäre natürlich möglich. Also hier in dem Raum ist jetzt echt nichts mehr. Und nichts übersehen? Nee, habe ich nicht. Alles gut. Okay, vielleicht kommt jetzt noch irgendein Ekelvieh. Ach ja. Schauen wir mal.
keiner mehr hier gewesen. Okay. Na, das lohnt sich doch. Da sind welche. Hey, bist du da? Boah! Man sieht gar nichts. Das ist hier das größte Problem. Und die Enge. Habe ich sie erledigt? Beide? Glaube ich ja noch nicht so ganz. Schnaps haben wir auch genug von. Da ist was hinter. Alter Schwede. Dunkeleisenerz. Alter Schwede. Phosphor brauchen wir nicht. Reines Silber ist immer gut. Will ich wissen, was dahinter ist? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Seltsam. Sieht aus, als sei diese Wand später errichtet worden als die anderen. Schauen wir doch mal. Na, geh rein. Komm. Du musst ja wohl durch die Tür durch. Eine Leiche hinter der Wand. Kommt auch in den besten Familien vor. Ein Mann, etwa 30, 40 Jahre alt. Einige Seiten fehlen. Rausgerissen. Sind das die fehlenden Seiten aus dem Tagebuch? Und so sterbe ich im Dunkeln vor Hunger und Durst. Götter, habt Erbarmen. Nee. Lose Papiere. Und so ist die Zeit für mich zum Sterben gekommen, vor Hunger in der Dunkelheit, alleine in meinem eigenen Haus, während meine Bediensteten eine frische Ernte einbringen, direkt hinter diesen Mauern. Mein Rufen ist vergebens. Aus diesem steinernen Grab, aus dieser Gruft, in die mich Roderick gesperrt hat, dringt kein Laut mehr nach draußen. Doch es ist nicht das Schlimmste, was er mir angetan hat. Er hat mir meine Dolores gestohlen. Deshalb verfluche ich ihn. Roderick von Gorswelen soll 1000-mal verflucht sein. Nicht, weil er mir mein Leben genommen hat, sondern weil er mir diejenige genommen hat, die mein Leben eine Bedeutung verliehen hat. Sollte jemand jemals meine Überreste und diesen Brief finden, so möge er bitte meine Schwester Dolores Rücker aufsuchen und ihr die Wahrheit sagen, dass ich von dem Mann getötet wurde, der sie verführt hat. Von dem Mann, von dessen Wille sie mich verlassen hat. Von dem Verbrecher Roderick von Gorswelen. Er schlug mich von hinten nieder, schleifte mich hier hinein und mauerte mich ein. Als ich ohnmächtig war, er hatte nicht einmal den Mut, mir die Kehle durchzuschneiden. Trotz allem hoffe ich, dass er sie glücklich macht. Und wenn dem wirklich so ist, kann ich in Frieden ruhen. Wenn er sie aber enttäuscht, wird ihn mein Geist bis ans Ende seines erbärmlichen Lebens verfolgen und er wird so wie ich sterben, alleine und vergessen. Gut. Ist es damit jetzt hier gelöst? Kehre zu Dolores zurück, ja. Damit ist es gelöst. Okay. Und wieder mal eine bezaubernde Quest, die sehr viel Spaß gemacht hat. Die ist in der Truhe. Ein temerischer Dolch, der kann da ruhig drin bleiben. Gut, dass vor dem Anwesen direkten Dings war. Na, wie heißt das? Wegweiser, dann können wir nämlich gleich zu Dolores zurückkehren. Ohne Aufsehen. Aber Plätze, du hast fein gewartet. Seht ihr? Links oben die roten Augen vom Kopf, vom Wolf. Leuchten.
Vielleicht liegt das einfach noch an dem Anwesen hier. Weiß ich nicht. So, zurück zu Dolori. Und dann werden wir mal sagen, was ihr Bruder so Schönes getan hat. Oder auch nicht. Dolores, wo bist du? Wo war sie? Hier vorne war sie. Hier stand sie eigentlich. Gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen. Oh, hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Dass sich da ein Monster rumtreibt? Und womit soll immer ich mit der Ruhe. Vielleicht ist sie ja in die Taverne gegangen, weil ihr langweilig war. Womit habe ich nur verdient, dass das ist ja eine andere Frau, die jetzt hier fegt. Für ein wenig Spaß. Besser als rumzusitzen und uns am Arsch zu kratzen. Ja, ach komm. Dolores. Hexer, die Götter haben dich geschickt. Warum? Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Oh. Dort ist es jetzt sicher. Und ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe die Leiche deines Bruders gefunden. Er war eingemauert. Und das hier. Roderick, mein Mann, hat ihn also getötet. Gütiger Gott. Tut mir leid. Die Wahrheit kann schmerzhaft sein. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Nee. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Klar. Mit meinem Schatz. Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Ja, Stufe 9. Und da sind wir. Auch schon mit dem Level Up voll dabei. So, Dolores, dich haben wir jetzt auch. Erfahrungspunkte erhalten, 25. Nochmal Erfahrungspunkte erhalten, wofür doppelt? Egal. Nochmal Erfahrungspunkte erhalten, ja, super, 50. Der Fall des Hauses Rücker. Genau. Oh, das dauert Ewigkeiten, bis das durch ist immer. Aber gut. Gut, dann können wir mal unseren Charakter anschauen. Mal überlegen, ob wir jetzt weiter auf ein Zeichen gehen. Oder ob wir zum Beispiel noch in Mutter gehen oder irgendwie sowas geben. Oder versuchen hier mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Axi-Zeichen. Alternativmodus. Ziel wird vorübergehend zum Verbündeten und bewirkt 20% mehr Schaden. Ausdauerregeneration im Kampf. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich lustig. Da kann man viel mitmachen. Aber ich würde gerne mal hier ein bisschen weitermachen. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Das ist gar nicht so schlecht und auch gar nicht so doof. Behaupte ich einfach mal. Meisterschütze, nee, das brauchen wir nicht. Das war das. Und das war der starke Angriff, der ein bisschen stärker ist. Vielleicht sollten wir den echt mal stärker machen, damit der auch was bringt. Weil bis jetzt hat er bei mir gar nichts gebracht, immer wenn ich den gemacht habe. Wäre vielleicht mal den Schaden um 5%, Adrenalingewinn um 1%. Ich hau immer nur die X-Taste, also wenn ich die Y-Taste, dann ist es genauso stark wie die X-Taste. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Oder wir machen mal hier ein bisschen Alchemie. Erfordert 8 investierte Punkte, um hier weiterzukommen. Okay, also wir brauchen dann immer 8 Punkte. Wir haben jetzt bei den Zeichen schon mal da. Müssen wir 18 investierte Punkte haben. Okay, okay. Was kommt denn hier später noch? Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen. Oder hier das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir eh immer nur X drücken. So können wir immer Pfeile von weiten Dings mit ablenken. Halte ich für sinnvoll, machen wir. So. Aber wir können uns noch an Mutagen reinballern. Plus Vitalität, plus Vitalität. Plus Zeichenintensität. Plus Angriffskraft. Ich finde, plus 50 Vitalität ist gar nicht so doof. Dann machen wir das doch mal. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt auch gemacht. Ja, das Spiel hat ja einen immensen Wiederspielwert, wenn ich ehrlich bin. Allein dadurch, wie man sich hier spezialisieren kann. Schauen wir mal.
So. Quest. Stufe 7. Wir hatten noch Stufe 6. Das ist die Stufe 7. Wilde Herzen. Sprich mit Jorgen in Nilen. Sprich mit dem Jäger namens... Sprich mit dem Jäger namens Nilen. Ja, dann gehen wir mal zu Kaira Metz. Da müssen wir auch noch mal hin. By the way. Na, Ochsenfurt müssen wir auch reisen. By the way. Aber das machen wir jetzt als erstes mal. Ach so. Schauen wir mal, wo der auf der Karte ist. Ach! Es ist ja hier gleich um die Ecke. Schwarzzweig. Mal gucken, was der will. Ich bin gespannt. Weiß gar nicht, worum es ging, aber wir werden es ja gleich hören. Müssen wir den Questtext nicht nochmal durchlesen. Außerdem waren wir hier auch gerade. So, leicht oben hier. Mit dem Jäger namens... Jetzt ist der Händler wieder da. Vorhin, als ich hingereist bin, war der nicht da. Abgeschlossen. Bauer, Mädchen. Das ist eine Frau. Eine Frau suche ich gerade nicht, ausnahmsweise. Komm, raus mit dir. Wo ist er? Ah, hier weiter geradeaus. Mann, das Baron, Sparon, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Gut gesagt, mein Freund. Hier, das müsste das Haus von ihm sein. Nee, ein Kaufmann. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Leb wohl. Bis dann. Ich suche eigentlich Nilen. Nimmer bin ich doof, bin ich schon wieder da vorbeigelaufen. Wer bin ich? Volles Fund. Hier, so muss der wohnen. Da, das Nein, ist er. Ich bleibe hier. Vielleicht sehe ich Hanaya. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Okay. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Okay. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hanna bleibt meist für sich. Mhm. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Okay. Danke. Ich versuche sie zu finden. Ich habe die schon gesehen. Die Kinder vom Schmied, die sind nämlich hier um die Ecke. Und Glenna, die putzt hier. Da sind die Kinder vom Papa, Schmied. Komm, Tante. Siehst du meine Muskeln? Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Hm. Ich wollte mit dir über Hanna sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hanna, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Hm.
Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Okay. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hanna. Ich konnte sie nicht erkennen. Okay. Vielen Dank. Lebt wohl. Okay, und die andere, die macht hier gerade, genau, da, Glenna. Die habe ich nämlich schon gesehen und mich gewundert, wieso ich nicht mit der sprechen konnte. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Mhm. Lecker. Ein Metzger in Welen, was für ein Luxus. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Nee. Ich möchte mit dir über Hanna sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hanna muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. Okay. Ich würde sagen, also das war mir ja sehr... Also die ist davon fest überzeugt, dass sie von den Wölfen geholt wurde. Irgendwie bin ich das nicht. Wer so Witcher kennt, der wird mir da sicherlich zustimmen, weil so einfach ist es meistens nicht. Gut. Okay, dann müssen wir wohl gleich mal in den Wald gehen und mal schauen, was da so abgeht. Wir lesen auch den Quest, ich lese mir gleich den Questtext nochmal durch, aber das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und dann gehen wir auf Wolfsjagd wahrscheinlich, oder wir töten ein paar Menschen, weil sie uns belogen haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, ansonsten bleibt main. Wir sehen uns in der nächsten Folge, haut rein, tschüss.